Der Amy-Roboter-Kellner ist ein Funktionsroboter, der als interaktiver Assistent im Servicebereich eingesetzt werden kann. Roboter Amy ist für das Servieren und das Abräumen am Tisch zuständig. Kaum hat der Koch ein Gericht fertiggestellt, wartet Amy auf ihren Zustellauftrag. Der Koch gibt die Tischnummer ein und der Roboter fährt zielstrebig an den richtigen Tisch. Der Roboter verfügt über eine Gesichtserkennungssoftware zur Identifizierung der Kunden und ein eingebautes Navigationssystem, damit sie sich in einer überfüllten Umgebung zurechtfinden können. Er kann auch Besucher am Eingang begrüßen und empfangen, und zwar stets mit einem Lächeln im Gesicht, das von einem LED-Bildschirm imitiert wird. Der Roboter kollidiert nicht mit Hindernissen und hat kein Kabel. Er arbeitet mit einer Batterie, die 12 Stunden hält. Digit. Immer mehr Verbraucher shoppen im Internet, entsprechend nimmt auch der Lieferverkehr zu. Vor diesem Hintergrund wurde ein zweibeiniger Roboter namens Digit von Agility Robotics entwickelt. Digit ist aus leichtem Material gefertigt und geht ähnlich wie ein Mensch. Er kann Pakete mit einem Gewicht von bis zu 18 Kilogramm heben, Stufen steigen und sich auf natürliche Weise durch unebenes Gelände bewegen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren oder gar umzufallen. Da selbstfahrende Fahrzeuge sowohl Personen als auch Güter gleichzeitig transportieren können, haben sie ein großes Potenzial, Mobilität noch effizienter und komfortabler zu gestalten. Dank seines einzigartigen Designs lässt sich Digit auch zusammenfalten, um problemlos im Heck eines selbstfahrenden Fahrzeugs verstaut werden zu können, bis er zum Einsatz kommt. Wing. Diese Liefermethoden sind bei weitem nicht die einzigen. Eine weitere Lösung, die schon bald beliebt sein wird, ist der Einsatz von Drohnen. Die Vorteile von Lieferdrohnen sind klar. Sie bewegen sich in der Luft, stehen nicht im Stau und können daher Bestellungen viel schneller ausliefern. Die Geschwindigkeit der Drohne beträgt 100 Stundenkilometer. Der Betrieb des Gerätes ist autonom, was bedeutet, dass auch Kosteneinsparungen zur Liefereffizienz beitragen. Aber das ist noch nicht alles. Eine Drohne vom Wing Lieferservice kann den Kunden per Smartphone ausforschen. Dies bedeutet, dass die Lieferadresse nicht angegeben werden muss. Das Paket kommt dort an, wo sich der Kunde gerade befindet. Im Jahr 2020 ist diese Technologie bereits im Einsatz. Der Roboter wird bereits in Helsinki, in der US-Bundesstadt Christiansburg und in den australischen Städten Canberra und Logan City eingesetzt. Animal. Diese Erfindung wurde erstmals im Jahr 2019 auf der CES-Fachmesse gezeigt. Die Entwicklung der Schweizer Spezialisten ist ein vierbeiniger Roboter, der auf Reisen geht, um eine Bestellung so schnell wie möglich an den Kunden zu liefern. Animal fährt auf verschiedenen Oberflächen, hat keine Angst vor unebenem Gelände, Wasser, Schnee und Hindernissen in Form von Treppen und Stufen. Um nicht mit anderen Objekten zu kollidieren, verwendet der Roboter eine integrierte Kamera und Lasersensoren. Auf seinem Rücken kann er Lasten mit einem Gewicht von bis zu 10 Kilogramm tragen. Interessanterweise braucht Animal seine Beine nicht nur zum Gehen. Die Beine haben ihre eigenen Funktionen, die die Fähigkeiten des Roboters erheblich erweitern. So kann das Gerät zum Beispiel eine Aufzugtaste drücken oder die Türklingel betätigen. Renault Easy Pro. Die immer schnellere Urbanisierung zwingt Menschen dazu, über neue Liefermethoden nachzudenken, mit denen Waren sauber und effizient bis zum Empfänger transportiert werden. Für Renault ist die Antwort ein gänzlich neues, innovatives Konzept, der Easy Pro.
Dies ist kein einzelnes Fahrzeug, sondern eine Plattform aus mehreren autonomen Modulen. Diese Module werden Pods genannt. Am Zielort können sie sich trennen, um das Gebiet zu vernetzen und Lieferungen an mehrere Orte auszuführen. An der Spitze des Konvois befindet sich ein Pilot, der das Geschehen überwacht. Dieser Lieferant der Zukunft steuert den Konvoi aber nicht, denn die einzelnen Elemente des Easy Pro können sich völlig selbstständig bewegen. Starship. Ein Lieferroboter muss nicht unbedingt groß sein und wie ein Held aus einem Terminator-Film aussehen. Experten aus der kalifornischen Firma Starship haben zum Beispiel diesen winzigen, hübschen Starship-Roboter geschaffen. Sein Handling ist unkompliziert. Die Starship-Roboter sollen On-Demand-Lieferungen über eine App anbieten, die Mitarbeitern das Warten auf das Mittagessen in der Schlange erspart, Besorgungen erledigt oder Waren und Geräte zwischen verschiedenen Standorten auf dem Campus transportieren. Sobald der Starship eintrifft, erhält der Kunde einen Hinweis und kann mittels App den Roboter entsperren. Die Roboter fahren über Bordsteine und können auch bei schlechten Wetterbedingungen ausfahren. Tests haben gezeigt, dass Starship das Essen in 6 bis 15 Minuten liefert. Währenddessen kann man sich entspannen oder anderen Geschäften nachgehen. Uber Air Drohne. Wenn es euch nicht gelingt, auf diese Weise euer Essen zu bestellen, macht euch keine Sorgen. Uber hat vor kurzem ein neues Design für eine Lieferdrohne vorgestellt. Diese soll Speisen im Auftrag von Uber Eats transportieren. Die elektrisch angetriebene Drohne besteht aus einem stromlinienförmigen Rumpf, der neben Akku- und Steuerelektronik genug Platz für ein Menü für zwei Personen bietet. Die Reichweite der Drohne wird mit 20 Kilometern angegeben. Die Drohne soll mit 48 km/h bei einer Essensbestellung zum Restaurant fliegen, die Ware annehmen und zu einem Treffpunkt weiterfliegen, wo ein Uber-Fahrer die Ware entgegennimmt und den Kunden zustellt. Der Kunde soll also nicht direkten Kontakt mit der Drohne haben. Das Fluggerät dient lediglich dazu, die Lieferzeit zu reduzieren. Das Konzept soll die Verkehrsstaus in Großstädten erheblich reduzieren. Cleveron Robot Courier. Der Güterverkehr im E-Commerce entwickelt sich immer stärker, sodass die Einführung von Robotern in dieser Branche kein Spaß, sondern eine Notwendigkeit war. Cleveron, ein estnisches Unternehmen, hatte eine Idee, wie Lieferroboter bald aussehen könnten. Das Gerät kommt in der letzten Lieferphase zum Einsatz, wenn ein Paket vom Lager zum Haus des Kunden transportiert werden muss. Die Fracht wird in einem kleinen Fahrzeug geliefert, wo sie gut vor Eindringlingen geschützt ist. Der Roboter fährt los, erreicht die angegebene Adresse und legt die Waren in eine spezielle Box. Der Kunde erhält eine telefonische Benachrichtigung und muss nur mehr das Haus verlassen und das Paket abholen. Jeeta. Der letzte erstaunliche Roboter, den wir euch heute zeigen, kann die Arbeit der Zusteller erheblich erleichtern. Gedacht ist Jeeta als eine Art robotische Einkaufstasche auf Rädern. Er soll dem Kunden Traglasten abnehmen und sie ihm beispielsweise nach Hause bringen. Der runde Roboter fährt auf zwei Rädern und hält sich dabei aufrecht. Die Technik ähnelt dem des Segways. Beladen wird der Roboter durch eine Klappe. Die Laderaumkapazität beträgt 32,5 Kilogramm. Jeeta kann knapp